Nur noch schnell die neuen Nachrichten auf dem Smartphone checken, so denken viele junge Handynutzer heute. Dass das jedoch nicht nur erhebliche Haltungsschäden, sondern auch Stress zur Folge hat, zeigt eine aktuelle Studie der Universität Mannheim. Dafür wurden rund 500 Kinder und Jugendliche sowie jeweils ein Elternteil befragt. Das Ergebnis? Jeder vierte der 8- bis 14-Jährigen empfindet die ständige Handynutzung als stressend. Aber wie empfinden das eigentlich die Duisburger? Wenn ich so an Straßenbahnen vorbeifahre oder Gruppen von Menschen sehe, jeder ist mit seinem Handy beschäftigt, die Kommunikation geht flöten, das Miteinander und einfach nur Stress, immer erreichbar zu sein. Wer hat mir gerade was geschrieben? Ich habe das durchaus auch schon bei erwachsenen Leuten so wahrgenommen, dass das Handy auf jeden Fall immer und überall direkt neben denen ist und man kann mitten im Gespräch sein, sobald es Piep macht, sind die abgelenkt, gucken auf das Telefon und unterhalten sich gar nicht weiter und sind dann erstmal mit dem Telefon beschäftigt. Wirklich störend. Überall. Ringsrum. Da ist noch nicht mal Beschallung, wenn einer ein MP3 drauf hat, sondern oder Klingeltöne. Man muss ja förmlich auf die Straße, wenn man jetzt zum Beispiel in die Innenstadt geht, samstags, wenn eigentlich viel Betrieb ist, aufpassen, dass nicht irgendeiner, der seine Augen voll am Handy hat, dass der einen voll umrennt, weil der sieht da gar nichts mehr. Und trotzdem fällt es vielen schwer zu verzichten. Es ist einfach verführerisch, wenn das immer verfügbar ist. Auch wenn man das nicht will, dann muss man. Da bekommt man einfach also Nachricht per WhatsApp und sowas. Der ein oder andere Blick aufs Handy ist für den Duisburger aber völlig normal. Wir wollten dennoch wissen, gibt es überhaupt eine Handysucht? Ulf Weidig ist Sucht- und Sozialtherapeut und er weiß: Die Handysucht als solches ist nicht beschrieben. Wir sprechen eher von Medienabhängigkeit und da ist ein Teilbereich eben auch der Smartphone-Gebrauch, aber keine Handysucht als Krankheit. Dennoch gibt es auch Gefahren durch Smartphones. Die permanente Erreichbarkeit, wir sprechen vom digitalen Stress und auch die Angst, etwas zu verpassen. Und genau das führt auch häufig dazu, dass immer mehr Erwachsene beim Autofahren einen Blick aufs Display wagen oder sogar telefonieren. Ein gefährliches Manöver, das am Ende teuer werden kann. Die NRW-Polizei ahndete in diesem Jahr landesweit rund 100.000 Handyverstöße. Vielen ist dabei gar nicht bewusst, dass sie nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen Verkehrsteilnehmer in Lebensgefahr bringen. Wenn ich eine Sekunde auf mein Display blicke, dann begehe ich einen Blindflug von 14 Metern im Straßenverkehr, wo ich dann übersehen kann, dass die Ampel auf Rot schaltet, dass ein Kind die Straße betritt oder ich sogar in den Gegenverkehr gerate. Allein in diesem Jahr kam es zu über 200 Unfällen, bei denen der Verdacht bestand, dass der Fahrer vom Smartphone abgelenkt war. Und auch in Duisburg sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache. Wir haben in den letzten Jahren rund 2500 Verkehrsteilnehmer erwischen können, die eben telefoniert haben, mit ihrem Handy SMS abgeschickt haben und die dann auch dementsprechend feststellen können. Laut einer Studie der Expertenorganisation DEKRA telefonieren 3% der Autofahrer, die jetzt gerade unterwegs sind. Zurzeit müssen Handysünder 60 Euro Bußgeld bezahlen und bekommen einen Punkt in Flensburg. Für die Polizei in Duisburg geht es nun, Präventionsarbeit zu leisten. Also wir müssen da aufmerksamer machen. Man muss die jungen Leute insbesondere sensibilisieren, wie gefährlich es ist und sich dazu disziplinieren und ganz sicher zu sein, das ist gefährlich, lass das Ding in der Tasche, weil ich sage mal, so erreichbar müssen wir auch nicht sein, um das Leben auch anderer Menschen zu riskieren. Doch neben den Handys als Gefahren im Straßenverkehr warnen auch immer mehr Experten vor den dauerhaften körperlichen Folgen der digitalen Medien. Diese steigen zusammen mit der Nutzung. Mediziner beobachten einen Anstieg von Kopfschmerzen, Überforderung, Kurzsichtigkeit und Schlafproblemen. Dabei ist die Lösung doch eigentlich ganz einfach. Das Handy einfach mal ausschalten.